So, was geht ab, meine Lieben? Oh, meine Eier. Ich bin mal wieder für euch unterwegs. Heute haben wir mal was ganz anderes vor. Und zwar, bester Mann, Kuss. Ich habe mir vor ungefähr 3 Wochen von AliExpress irgendwelche lustigen Sachen bestellt, was wir austesten können. Und zwar habe ich so ein Auspuff-Turbolader-Geräuschding da bestellt. Das soll angeblich dafür dienen, dass, ja, dass der Auspuff sich nach so einem Turbo anhört. fand ich ganz witzig, hat glaube ich 5 Euro oder so gekostet. So, wir nehmen mal die Abkürzung hier über den Parkplatz, weil die Strecke will ich mir jetzt nicht geben. Okay, wir fahren jetzt erstmal zum Obi-Parkplatz. Das ist hier gleich 2 Minuten von hier, dann haben wir auch ein bisschen Ruhe und können da ganz in Ruhe machen, was wir wollen, ohne dass uns jemand hier stört. Ich hoffe, euch geht's gut, meine lieben Friends. Und ihr genießt das Wetter aktuell. Mal schauen, was heute der Sprit so kostet. Können wir mal kurz abchecken. Ich glaube, heute ist der 16. März 2023. Ja, günstig, ne? Schnapper. Eigentlich könnte ich ja voll tanken direkt. Ich habe einiges erledigt heute. Wo Knattermaus nicht da ist, übernehme ich halt ein paar Sachen. Die Kawasaki ist auch bald fertig. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Ich habe Bock, mal wirklich ein neues Bike zu fahren. Ich habe gar keinen Bock mehr hier, also was heißt gar kein Bock mehr, es sind Luxusprobleme. Die CBR ist eine geile Maschine, keine Frage. Aber ich habe Bock, was Neues zu fahren, mal was anderes zu fahren auf Dauer. Wisst ihr, was ich meine? Es ist irgendwann immer dasselbe. Klar, schön, aber ich will auch mal ein bisschen Abwechslung in meinem Leben haben, was das Fahren betrifft. Wisst ihr, was ich nicht verstehe? Ich verfolge so die Ölpreise aktuell. Die sind ja mal am Schwanken, aber aktuell sind die am Sinken. Aber warum steigt der Spritpreis immer mehr? Das verstehe ich halt nicht, ne? Ich weiß auch nicht, wie lange die deutsche Bevölkerung das noch mitmacht. So viel Geld bezahlt. Also ich sage euch ehrlich, wäre ich privat, so noch Student ohne YouTube, ich würde mein Auto einfach liegen lassen oder schon verkauft haben. Weil das hätte ich mir niemals leisten können, so. Okay, der berühmte Obi-Parkplatz. Wenn ihr nur wüsstet, was hier auf diesem Parkplatz schon alles abgeht, Alter. Hier kommen Leute mit Rampen, mit Autos, mit Werkzeugkisten und reparieren ihre ganzen Autos, Motorräder, egal was. Hier wird alles repariert, alles. Ich fahre aber ganz nach hinten, wo es ganz, ganz, ganz ruhig ist. So, okay. Ah, hier ist es doch nicht so ruhig. Schicker R8 steht auch hier, wow. Alter, schaut euch mal die Rampen an, wie hoch sie die gemacht haben. Ich bleib mal kurz hier stehen. Ganz, ganz kurz. So, bevor ich es zeige. Bah, schaut mal, wie geil das aussieht in der Sonne. Schmeckt. Genug gelabert. Und seid ihr bereit? 3, 2, 1. Tada. So sieht das Teil aus. Das wird hier so in den Auspuff reingesteckt. Quasi so. Hier kommt quasi der Abgas rein und von hier pfeift es halt ein bisschen und macht so einen Sound, also so einen Turbo-Sound angeblich. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es nur in der Garage kurz ausprobiert, ob es passt. Also so passt es perfekt, aber normalerweise wird da noch angeschraubt von unten. Hier ist da so eine Klemme noch dran. Ne? Die hat leider nicht mehr reingepasst, dafür müsste ich den DB-Killer abnehmen. Und um den DB-Killer abzunehmen, müsste ich die Schraube lösen und von unten dann das rausfädeln. Und wenn mir die Schraube da reinfällt, dann habe ich die größte Arschkarte. Also deswegen fassen wir den DB-Killer auch gar nicht an. Das ist auch der Grund, warum ich nur mit DB-Killer fahre. Also ich habe die Maschine noch nie ohne DB-Killer gehört. Würde ich auch gerne mal hören wollen. Also, der wird mir hundertprozentig rausfliegen, weil, also der passt zwar perfekt rein, so. Ich kann ihn noch ein bisschen reinklemmen. Also reinschieben, ist zwar auch fest, aber ich glaube, wenn ich einmal Gas gebe, rutscht er raus. Ey, wir haben quasi nur diesen kleinen Spalt, um die Abgase rauszutreiben. Scheiße, jetzt krieg ich's, ja doch. Ich hoffe, das klappt. So, Motor läuft. Hört ihr das? Hört ihr diesen Turbo-Sound? Alter! Alter, was ist das? Was ist das? Nein! Alter, nein! Nein! Das klappt einfach! Nein! Alter, wie hört sich das an? Okay, wir müssen... Ey, es ist mir sowas von peinlich. Hört euch das an, hört euch das an!
Das ist schon ohrenbetäubend. Das ist ohrenbetäubend. Ach du Oh, das ist heiß. Das ist heiß, Alter. Ich würde schon gerne so eine Runde drehen wollen hier, ne? Ich sag euch ehrlich, ich glaube, ich drehe auch jetzt eine Runde. Okay, es geht wieder raus. Okay, wir stecken das mal tief rein. So. Ich würde sagen, wir fahren mal jetzt hier auf den Parkplatz. Ein paar Ründchen. Okay, bin gespannt. Und? Ah, Junge, wie hört sich das an, Alter? Geil! Ist schon witzig, seid ehrlich. Alter, wie sich das anhört! Das ist wie ein Schiedsrichter, als würde ein Schiedsrichter hinten quasi dran sein und pfeifen. Mal schauen, wie die mich angucken werden. Der eine Mann guckt schon. Hallo, ich bin's, Oggi mit dem Turbolader. Oh, du Scheiße, das wird peinlich. Nein, wie komme ich hier raus? Digga, das ist mir so unangenehm, so zu fahren, ne? Unglaublich. Okay, komm, gib ihm Beschleunigung. Alter, wie sich das anhört, Mann. Meint ihr, es ist strafbar, so zu fahren? Das ist echt unangenehm, Mann. Warte, ich mach mal kurz einen Check, ob der noch bleibt, ob der noch dran ist. Oh. Ey, der sitzt sogar noch fest dran, ne? Hört mal jetzt, ich drehe mal richtig auf. Oh, jetzt habe ich Not ausgemacht, shit. So, ich guck mal, ob ich den rausknallen lasse. Ey, sogar bei Vollgas ist der fest. Das Ding hält einfach. Meint ihr, der Sound hört sich geil an? Mein Motorrad sieht aber sehr schlecht gerade, weil die Abgase nicht zu 100%ig rauskommen. Ey, Bro, danke dir. Ey, mein Motorrad zieht einfach nicht, weil die Abgase nicht rauskommen. Alter, Tunnelcheck? Oh, ey, ich mach das ab. Ich mach das ab. Mein Motorrad zieht überhaupt nicht. Es kann sein, dass ich dadurch irgendwie meinen Cut oder so kaputt mache, weil er irgendwie schlechter verbrennt. Deswegen ziehen wir das Ding erstmal raus. Oh. 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 Guck mal, wie der wieder zieht. Guck mal, wie der wieder zieht. Also, wir haben gesehen, es funktioniert, aber es ist einfach nicht für mein Motorrad gemacht, weil der bündet ja komplett ab. Digga, was ist das? Wo sind wir hier? Beim Schiedsrichterkurs oder was? Sind wir hier beim Schiedsrichterkurs? Boah, Junge! Da hat er ihn rausgeschossen. Da hat er ihn rausgeschossen. Alter, geil. Jetzt ist er kaputt. Oh, jetzt wackelt er. Ah, ist ein bisschen wackelig. Ich habe noch eine Idee. Wir fahren mal kurz zum Übungsgelände da vorne hin. Und dann versuche ich mal mit dem Ding zu schießen. Wir machen Weitschießen damit. Ich weiß, das ist kein Qualitätscontent, aber es ist doch trotzdem mal was anderes. Okay, es ist niemand da. Hau mal rein die Kacke. Okay, 3, 2, 1. Ey, es geht nicht. Ja, ja, ja. Gute 4 Meter. Noch ein Versuch. Ja. Sind wir schon bei 10 Meter? Ist da jemand im LKW? Boah, das wäre ja mega peinlich. Letzter Versuch. Bäh. Bro, was war das denn? Oh, oh, heiß. Oh, oh, oh. Oh, ich habe mich fast verbrannt. Wenn ihr irgendwie so ein Ding holt aus China, auf gar keinen Fall holen. Ich habe das nur gemacht, um das einfach mal auszutesten. Es war auch lustig, ich sage euch ehrlich, es war lustig. Ich wollte damit eigentlich noch durch die Stadt fahren, aber ihr habt gesehen, es klappt nicht. Ja, weil der Auspuff dadurch verstopft wird. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn ihr die Folge trotzdem gefallen hat. Wenn wir so Wish-Produkte, China-Produkte, Billig-Dinger, keine Ahnung, wie man die nennt,
testen einfach zusammen. Hat doch Spaß gemacht, oder? Ein kurzes Video diesmal gewesen, aber immerhin Oggi der Aktive. Bis dann, ihr Lieben. Haut rein. Peace. Ach komm, wisst ihr was? Ich habe die Cam jetzt trotzdem nochmal angemacht, um euch einfach mal mitzunehmen, wie der Feierabendverkehr in Berlin aussieht. Das Video war zu kurz, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Dann dachte ich mir, okay, komm, mach die Cam nochmal schnell an. Also ich sag euch jetzt schon, Chaos. Guck mal, der fährt schon über, okay, Karl-Marx-Straße, Neukölln. Eins der schlimmsten Straßen hier, die es gibt. Also vom Chaos-Faktor her. Aber wir machen natürlich den Fuchstrick. Wir fahren mal raus hier so. So, wir haben das Filtern durchgespielt, meine Freunde. Also wirklich durchgespielt. Ich kann zwar keine Kurven fahren und nicht so gut Motorrad fahren, was Landstraße und sowas betrifft, aber Filtern, das kann ich, mein Freund. Scheiße, irgendwie zieht mein Motorrad gar nicht mehr, seitdem ich diese Kacke drin hatte, Alter. Was geht, mein Freund? Ah, ist das heiß gerade. Der Köfterladen hat es leider nicht überlebt. Und die Sache ist hier, viele versuchen hier ihr Geschäft aufzubauen. Nach einem Jahr schließen sie wieder ihre Läden, weil es nicht läuft einfach. Hey, schon wieder du? Ja. Kommst du von der Arbeit? Nee, ich war beim Sport. Ich nehme auch gerade auf, einfach so. Also es kann sein, dass du wieder irgendwo im Video landest. Okay, ey, ich hau ab. Ja, so, ich verfolge sie jetzt einfach. Sie wird denken, was das für ein Psycho. Lass mich in Ruhe. Spaß, nein. Wir fahren einfach einen anderen Weg. Also es war jetzt wirklich nicht geplant, dass wir uns zufällig hier gesehen haben. Aber freut mich, dass... Oh, Vorsicht, Vorsicht, Madame, Vorsicht. Fuchstrick, einfach weg. Einfach weg. Sie hat mich ausgetrickst. So, aber das war's jetzt auch schon mit dem Video. Kuss geht raus an euch.